So, der Herr Labibi? Ja, Lababidi? Was sie auch immer heißen sollen. Kommen Sie einfach mal mit. Wie sehr ich euren dämlichen ausländischen Namen hasse. Oh. Setzen Sie sich mal hier bitte. Bitte? Hinsetzen! Ah. Hier. Ja, okay. So. Was haben Sie, Herr Patient? Hier Problem. Problem gibt's da draußen. Hier gibt es Schmerzen. Meinen Sie Schmerzen? Bauchschmerzen? Entschuldigung, ich bin neu hier. Ich komme aus Syrien. 5 Monate. Können Sie Englisch? Englisch kann ich nicht. Ich frage Sie jetzt mal was. In welchem Land befinden wir uns gerade? Ja, ich hab sage. Aus Syrien. Nicht, wo Sie herkommen. Wir leben in Deutschland. Ja, Deutschland. Ja. 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 Was glauben Sie, was ich bin? Ein Doktor? Besser gesagt, ein Arzt. Noch beschriebener, ein deutscher Arzt. Wurde erzeugt von einem deutschen Vater und einer deutschen Mutter. Ich habe auf einer deutschen Uni studiert. Ich habe weder Englisch, noch Arabisch, noch irgendeinen anderen Scheiß studiert. Ich habe Medizin studiert. Das heißt, wenn Sie sich artikulieren können, auf Deutsch mir sagen können, was Ihnen wehtut, kann ich Ihnen helfen. Ja. Sonst gar nicht. Verstehen Sie den Punkt? Nein, oder? Sie verstehen nur Bahnhof wahrscheinlich. Ich gebe Ihnen eine Liste von arabischen Ärzten. Gehen Sie mal hin. Gerne, Herz. Ja, ja, ich weiß, aber hier hört man manchmal besser. Denn? Immer noch gerne, Herz. Hier. Ah, ja. Hier. Ja, ja. Ich höre trotzdem von hier, aber hier lauter. Oh, Herz 100%. Sag mal, bist du nicht verheiratet? Nein. Keine Frau. Deswegen hast du gute Herz. Doktor, احكي معي عربي ما كثير بفهم عليك. Ja, ja. Ja. Du wartest, du, ich muss etwas gucken, ja? Tamam, Doktor. Scheiße. خير ان شاء الله دكتور ان شاء الله ما في شيء. Nein, nein, kein Problem. Du musst du etwas mehr gesund essen. Musst du Karotten essen. Verstehst du? طب ليش دكتور ما فهمت عليك؟ ممكن تشرح لي انا ما بفهم كثير عليك. عربيته ضعيفة. Ich bin allein gekommen hier. Ich habe alleine studiert, alleine alles bezahlt, alleine gelebt, weißt du? War nicht für mich Jobcenter zahlt alles. Du musst Jobcenter. Jobcenter? Das hast du verstanden, Nora? Schreib dir jetzt Medikamente, nimmst du? Nach dem Essen, vor dem Essen. Musst du aber selber bezahlen. Bisschen teuer. Teuer? Kein Problem. Kein Problem. Ich gebe dir Medikamente, machst du zu Hause. Nimmst du ein Glas? Tust du 4 Stück Knoblauch, 4 Löffel Honig, 3 Stück Sardinen, nicht Thunfisch, Sardinen, 4 Stück Paprika, 4 Stück Kaffee, 4 Stück Salz. Magst du Magdus? Magdus tust du auch rein, alles zusammen mischen. Mischi, mischi, lan, kilschi. Dann tust du in Mikrowelle. Wartest du 3 Minuten. Holst du raus, machst du Kühlschrank. 3 Stunden. Holst du raus, guckst du. Riecht das scheiße? Dann ist das gut. Du trinkst das. Entweder bist du gesund, entweder bist du nicht gesund. Bist du nicht gesund, kommst du nächste Woche, damit deine Krankenkasse bezahlt. Damit ich gucke, andere Medikamente geben. Verstehst du? Nee. Mhm. Jetzt muss ich weiterarbeiten, Habibi. Okay? Muss ich weiterarbeiten. Ja, Doktor, schukran. Kein Problem, kein Problem. Kein Problem, Doktor. Kein Problem, komm jeden Tag, Habibi. Ciao, ciao. Allah, Bruder, wo liegst du am Strand? Setz dich mal richtig hin, damit ich dich sehen kann. Jetzt kann ich dich mal begrüßen. Was geht? Alles klar? Jetzt sag mal, wie viele Tage brauchst du, Bruder? Ich habe Bauchschmerzen. Bauchschmerzen? Hast du heute Morgen nicht gekackt? Bruder, bei mir musst du nicht sagen, dass du krank bist. Ich gebe dir sofort Attest. No problem, Bruder. Außerdem, ich habe Angebot der Woche. 3 Tage kriegst du frei, dann kriegst du Döner von meinem Cousin Orhan. Wenn du mehr Tage brauchst, dann kriegst du Rabattführerschein bei meinem anderen Cousin. Bruder, Wallah, bist du ein guter Schauspieler, Bruder, aber musst du nicht sein. Ich gebe dir sofort Attest. Ich bin ganz krank. Bruder, ganz krank sind wir alle. Aber Alhamdulillah, wir leben noch, Bruder. Jetzt, Bruder, na, was passiert, Bruder? Allah, Allah.
Er weiß nicht, dass er nicht krank sein muss, damit ich ihn krank schreibe. Er ist bestimmt neu. Aber dafür ist er ein guter Schauspieler, ja? Ayşegül, schreib ihm einen Monat frei. Ich unterschreibe.